Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Outriders Video und heute dreht sich alles rund ums Crafting. Wie funktioniert das? Was braucht ihr dafür? Wann solltet ihr am besten damit anfangen? Und noch ein paar weitere Tipps und Tricks rund um das Aufwerten eurer Ausrüstung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Holy 13 Gaming. Mein Name ist Sebastian und hier dreht sich alles um Open World Games, RPGs und Looter-Shooter wie Outriders. Wenn du da Bock drauf hast, bleib doch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei. Und wir schauen uns heute das Crafting an. Generell kann ich euch vorneweg gleich empfehlen, craftet nicht während der Kampagne. Ihr könnt natürlich tun und lassen, was ihr wollt, aber Ressourcen sind relativ rar und ich würde euch empfehlen, die nicht vor dem Endgame zu verbrauchen. Also ihr seht, ich bin schon relativ weit in der Kampagne und habe hier gerade mal 137 Titan angesammelt. Und Titan ist definitiv eine Ressource, die einerseits sehr zeitaufwendig ist zu farmen und andererseits aber fürs Crafting benutzt wird und dort auch relativ teuer ist. Also schaut, dass ihr euch das Ganze etwas spart und aufhebt, für den Zeitpunkt, zu dem es wirklich wichtig und relevant wird. Wenn ihr mit Outriders startet, dann habt ihr nicht gleich zu Beginn der Kampagne das Crafting verfügbar, sondern ihr müsst erst diesen guten Herrn zu euch ins Lager holen. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr, wie man hier sehen kann, mit dem Crafting beginnen. Quatscht ihn einfach an, wählt das Crafting aus und dann kommen wir in diesen Bildschirm hier, den wir auch schon aus diversen Videos kennen. Hier oben habt ihr eure ausgerüsteten Items, darunter Waffen und Rüstungen in eurem Inventar. Wenn wir jetzt ein Item auswählen, wie zum Beispiel diesen legendären Helm hier, dann wird er in die Fertigung gelegt und dann seht ihr, was ihr damit machen könnt. Ganz kurz, hier unten habt ihr auch nochmal eure Ressourcen. Schrott ist eigentlich nur, um bei Händlern etwas zu kaufen. Leder bekommt ihr, wenn ihr Rüstungen zerlegt. Eisen bekommt ihr, wenn ihr Waffen zerlegt. Und Titan bekommt ihr, wenn ihr Bosse oder Minibosse tötet oder auch Captains. Bei egal welchen Items, wenn ihr sie zerlegt, gibt es immer Splitter. Wie ihr hier sehen könnt, kriegt ihr hier Splitter Max Leben und Splitter für Schaden auf kurze Distanz, wenn ich diesen Helm hier zerlegen würde. Und ihr könnt bei Rüstungsteilen generell immer nur Attribute erhöhen, Ausrüstung bzw. Mods modifizieren und einen Stufenaufstieg durchführen. Ihr könnt Varianten nicht tauschen und Seltenheit verbessern. Geht auch bei Rüstungen, allerdings nicht bei Legendären, aber da kommen wir gleich dazu. Also schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Wir können hier Attribute erhöhen und hier haben wir die Attribute Max Leben, Schaden auf kurze Distanz und Statuskraft. Wenn ich jetzt hier meine Splitter anschaue, sehe ich, dass ich zum Beispiel 3826 Splitter habe bei Max Leben. Das heißt, das könnte ich durchaus noch nach oben pushen und wenn ihr hier drüber fahrt, seht ihr auch immer ganz gut auf der linken Seite, um wie viel das Ganze erhöht würde. Also Statuskraft würde hier steigen von 19,8% auf 21,2%. Genauso Max Leben von 62 auf 66. Das Ganze kostet mich 63 Splitter. Also pumpen wir hier doch ein bisschen rein und maximieren das Rüstungsteil gleich mal. Damit wären wir jetzt auf 84 Max Leben angestiegen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ihr seht auch, wenn ich jetzt hier Statuskraft erhöhe, achtet mal auf dieses Symbol hier, das Splitter-Symbol, das ist bei Statuskraft nicht. Wenn ich in Statuskraft investiere, erscheint das. Das heißt, wenn ich dieses Item wieder zerlege, bekomme ich auch ein paar Splitter Statuskraft zurück. Also ganz umsonst ist das nicht. Wenn ihr das Item irgendwann mal verwerfen solltet, bekommt ihr einen Teil der Splitter wieder zurück. Schauen wir uns doch zunächst mal den Stufenaufstieg an, bevor wir auf die Mods zu sprechen kommen. Die aktuelle Maximalstufe wäre hier 30, da das keine Endgame-Gear ist. Nur Endgame-Gear würde über 30 hinausgehen. Das heißt, dieses Item hier kann ich 9 Stufen mit nach oben ziehen. Aber was ihr hier vielleicht schon sehen könnt, ist, dass das Ganze extremst teuer ist. Also 32 Titan für einen Levelaufstieg. Also ihr seht es auch hier oben. Von 21 auf 22 würde das Level erhöht werden für satte 32 Titan. Und ich habe gerade mal 137, das heißt maximieren ist gar nicht drin mit meinen Ressourcen. Was ihr auch noch sehen könnt ist, dass wenn ich jetzt diesen Gegenstand hochstufe, meine ganzen Attribute neu gerollt würden.
Und wenn ihr hier schon Attributspunkte reingehauen habt, also Splitter, dann könnte es durchaus passieren, dass ihr hier einen schlechteren Wert erhaltet, sprich diese Splitter umsonst waren. Dann schauen wir uns auch nochmal die Mods an. Und Mods habt ihr hier, das ist die Mod-Bibliothek. Wenn ihr Items zerlegt, dann bekommt ihr die Mods, die auf den Items sind. Das heißt, wenn ich diese Maske hier zerlegen würde, würde ich die Mod Reinheit und Blutrausch bekommen. Also eine Rang 2 und eine Rang 3 Mod, die ich beide auch noch nicht freigeschaltet habe. Insofern würde die dann hier hinzugefügt werden und steht dann für immer zur Verfügung. Also das ist kein Verbrauchsgegenstand, sondern ihr könnt die Mod immer wieder einsetzen auf so viele Rüstungsteile, wie ihr wollt. Das Ganze ist sogar relativ moderat vom Preis her. Das heißt, wenn ihr jetzt hier drüber fahrt über die Mod, dann seht ihr unterhalb der Erklärung der Mod, dass ihr mit Linksklick die Mod in Platz 1 ablegen könnt. Das heißt, sie würde hier die Reinheit ersetzen oder mit Rechtsklick in Platz 2 ablegen. So wäre das in Platz 2 abgelegt und wie ihr sehen könnt, an diesem kleinen Fenstersymbol bedeutet das, dass diese Mod bereits in meiner Datenbank ist. Und ihr seht, das Ganze würde mich 106 Leder kosten. Das ist sogar ziemlich günstig. Also Mods austauschen kann man durchaus mal machen. Allerdings würde ich auf gar keinen Fall Items hochstufen. Jetzt schauen wir das Ganze nochmal aus der Sicht eines seltenen Items an. Und wie ihr sehen könnt, ist das einerseits die Mod, die ich angelegt habe, was man hier an diesem roten Symbol sieht. Also ihr könnt zwar dieselbe Mod zweimal anlegen, ihr bekommt aber nicht den doppelten Benefit. Also es lohnt sich nicht. Der einzige Unterschied jetzt hier ist, dass wir hier auch die Seltenheit verbessern können. Und ihr seht, ich würde jetzt hier einen deutlichen Boost im Rüstungsbonus bekommen und sogar noch eine zweite Mod mit dazu. Allerdings seht ihr auch, das Ganze ist extremst teuer. Also 50 Titan wollen die dafür haben und ich habe gerade mal 137. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch gleich nochmal die Waffen an. Ich habe hier zum Beispiel eine wunderschöne Bull and Eagle 200 Space Revenant. Und die Waffe hat wirklich super gute Werte und eine tolle Mod drauf gehabt, beziehungsweise sie hatte zwei Mods drauf und eine war wirklich gut. Die verbesserten Frostkugeln, Schüsse verursachen einen Frosteffekt bei Gegnern, der Cooldown wäre 4 Sekunden. Und dann habe ich noch zusätzlich die Ketten des Todes mit drauf gerollt, was ihr hier in diesem Icon wieder sehen könnt. Das ist eine der besten Mods im ganzen Spiel meiner Meinung nach. Schüsse wickeln einen Gegner in Ketten ein, die 3 Sekunden lang 3000 Schaden verursachen. Diese Mod hat mich auf einer anderen Waffe durch einen Großteil meiner Story gecarried. Von daher habe ich praktisch die Ketten des Todes hier drauf gerollt und wie ihr sehen könnt, wird dann auch die andere Mod gesperrt. Das heißt, wenn ihr eine Mod drauf rollt, wird der andere Mod-Slot auf jeden Fall geblockt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich die Mod noch nicht in meiner Datenbank. Das heißt, wenn ich das Item jetzt zerlegen würde, würde ich die Mod auf jeden Fall trotzdem bekommen. Ich kann sie halt nur jetzt im Crafting nicht austauschen. Ansonsten können wir die Attribute erhöhen. Das ist ungefähr genau das gleiche wie bei den Rüstungen. Also auch hier bekommt ihr wieder eure Splitter zurück. Ich habe hier den kritischen Schaden auch bereits maximiert. Und dann können wir hier die Varianten tauschen. Varianten tauschen ist auf jeden Fall super interessant. Das verändert eure Waffe vom Grundverhalten her. Ich spiele hier die Standardvariation. Die kommt mit diesen Werten, die ihr hier sehen könnt. Und ich könnte hier auf Leichtgewicht wechseln. Nicht nur verändert das die Art und Weise, wie die Waffe feuert. Hier ist das ein Einzelschuss. Und damit bekommen wir eine Leichtgewicht-Variante, die auf jeden Fall vollautomatisches Schießen ermöglicht. Das heißt, ich kann meine Taste einfach nur noch gedrückt halten. Die Magazingröße verändert sich von 5 auf 10 Kugeln im Magazin. Die Feuerrate von 75 auf 115 Schuss pro Minute. Allerdings verringert sich der Schaden von 1200 runter auf 700. Die Nachladezeit wird schneller um 0,2 Sekunden. Und der Crit-Multiplikator steigt um weitere 50%. Dabei verliert die Waffe allerdings Präzision von 100 runter auf 88, gewinnt dafür an Stabilität von 44 auf 73 und die Reichweite sinkt von 200 auf 125 Meter. Das heißt, wenn ich die Waffe ein bisschen dynamischer, weniger als Sniper spielen möchte, kann ich hier für 137 Eisen auf die Leichtgewichtvariante wechseln und kann das Ganze ein bisschen mehr im Nahkampf und ein bisschen mehr wie ein in Anführungszeichen Automatikgewehr spielen. Und schauen wir uns auch hier den Stufenaufstieg an. Hier hätten wir die Waffe von 27 bis 30 hochleveln können. Bei epischen ist das einigermaßen moderat mit 16 Titan. Allerdings würde ich sie auch trotzdem hier nicht raushauen.
spielt sie einfach, wie sie ist. Die nächste epische kommt ganz bestimmt. Und wenn wir hier jetzt nochmal kurz auf die legendären wechseln, seht ihr gleich, der Stufenaufstieg würde mich hier 32 kosten. Lohnt sich also überhaupt nicht. Lieber warten, bis die Voodoo-Kuppler nochmal droppt. So, und das war's zum Crafting. Ich hoffe, das Ganze hat euch einen guten Überblick verschafft, wie das Ganze funktioniert. Nehmt euch meinen Ratschlag wirklich zu Herzen. Craftet einfach nichts während der Kampagne. Hebt euch eure kostbaren und wertvollen Ressourcen fürs Endgame auf. Für die Zeit, in der es dann wirklich einen drastischen Unterschied macht, den ihr dann auch benötigt. Während der Kampagne findet ihr ständig neues Zeug. Da ist es einfach nicht notwendig, so viel Ressourcen in das Crafting zu stecken. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Support auf dem Video in Form eines Daumens nach oben freuen. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks und News und Guides, so wie diesen hier rund um Outriders bekommen wollt, bleibt doch mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert vor allem auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst, sobald es online geht. Das war's aber von meiner Seite für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.